Hallo liebe Mitglieder, Grüße vom Studio nach Hause. Ich habe mir gedacht, dass ich euch mal unser MyRide Coach by Color Trainingstool vorstelle. Parallel dazu erkläre ich euch jetzt die einzelnen Einstellungsschritte, die ihr für dieses Training vornehmen müsst. Also, bis gleich! Sobald wir die Pedale bewegen, schaltet sich die Konsole ein und wir sehen die Standardanzeige. Links oben RPM, die Umdrehungszahl, rechts oben Level in Prozent, Widerstandsangabe, in der Mitte die Wattzahl, unterhalb die Herzfrequenz, die Kalorien, die zurückgelegten Kilometer, Kilometer pro Stunde und ganz unten die abgelaufene Trainingszeit. Wir brauchen für unser MyRide Training aber den erweiterten Modus. Und für den erweiterten Modus müssen wir das Display umschalten. Unterhalb der Anzeige sehen wir die Bedienungstasten. Links die Pfeiltaste zum Runterscrollen. Daneben das Männchen, das ist die Menütaste. Rechts der Haken, das ist die OK-Taste. Und ganz rechts der Pfeil zum nach oben scrollen. Wir betätigen die Menütaste. Mit den Pfeiltasten den Balken auf erweitert. Und mit dem Haken bestätigen. Das Geschlecht wählen. Das Alter eingeben. Das aktuelle Körpergewicht. Dann gebe ich noch an, wie viele Stunden Cardiotraining bzw. Herz-Kreislauf-Training ich in der Woche absolviere. Maximale Eingabe ist hier 10 Stunden pro Woche. Mit dem Bestätigen der Cardio-Stunden wird mir jetzt der FTW-Wert angezeigt. Er entspricht 100% der aerob-anaeroben Leistungsschwelle und wird anhand der individuellen eingegebenen Daten ermittelt. Mit dem Bestätigen des FTW-Wertes werde ich gefragt, ob ich einen Herzfrequenzsensor verbinden möchte. Der Computer errechnet mir dann meine maximale Herzfrequenz. Nach dem Bestätigen der maximalen Herzfrequenz muss ich jetzt den Trainingsmodus einstellen. Für den MyRide Coach by Color Modus brauche ich die Wattrate FTW in Prozent Farbe an. Abschließend noch den Haftungsausschluss bestätigen und das Training kann beginnen. Ist der FTW-Wert kleiner 55%, befinden wir uns im weißen Bereich. 56-75% blau, 76-90% grün, 91-105% gelb und größer 106% rot. Sobald die Leistung hier in Form der Wattangabe kleiner wird, durch Veränderung des Widerstandes bzw. der Umdrehungszahl, verändert sich auch der prozentuale FTW-Wert und somit die Farbe des Displays. Unsere Trainingszonen, nach denen wir uns orientieren, sind farblich und numerisch gekennzeichnet. Zone 1 weiß, Zone 2 blau, Zone 3 grün, Zone 4 gelb, Zone 5 rot. Die Farbzonen im Video entsprechen der Farbe im Display unserer Konsole. Weitere Symbole, die uns noch während des Videos angezeigt werden: RPM für Umdrehungen, im Sitzen fahren, im Stehen fahren, Widerstand erhöhen, Widerstand verringern. Und hier Beispiele, was wir auf der Anzeige sehen. In der Front die Strecke, links oben die Zonen mit der aktuellen Umdrehungszahl, rechts oben die noch verbleibende Trainingszeit, in der Mitte oben alle Veränderungen der Widerstände und Umdrehungen, am Anfang eines neuen Abschnittes der Hinweis auf den Ort und das Gebiet, in dem wir uns aktuell befinden. So, jetzt geht's los, viel Spaß beim Training!